Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, liebe Abonnenten, liebe Freunde da draußen, wir gehen ins Grande Finale. Ins Grande Finale. Ich will es gar nicht so sagen, ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir hier ans Grande Finale gehen. Weil dieses Spiel hat einige Facetten gehabt. Grafikmäßig nicht schlecht, also rätselmäßig der Hammer. Aber schauen wir mal. Aber wir gehen ins Grande Finale. Die letzte Stunde ist angebrochen. Am 1. April ausgerechnet. Ja. Also, es ist kein Aprilscherz heute. Nein. Grande Finale. Wir werden jetzt den da anmelden. Okay, also los. Mist! Eindringling gesichtet. Sir, ich bitte Sie im Namen von Endora zu kooperieren. Andernfalls muss ich Gewalt anwenden. Ich fürchte fast, ich habe keine andere Wahl. Bitte gehen Sie zum Aufzug. Sie werden eingehend befragt. Mist! Scheiße! Nach Ihnen, bitte. Scheiße. Sie warten hier auf den Inspektor. Warte! Und Sie werden vorübergehend betäubt. Auch das noch. Scheiße. Scheiße. Ah! Mein Kopf! Alles dreht sich. Wie lange habe ich hier wohl gelegen? Ein paar Stunden. Die Sonne steht ziemlich tief. Ich muss hier raus, bevor dieser Inspektor kommt. Das ist vermutlich kein gewöhnliches Wartezimmer. Schaut es so aus. Gut. So, was haben wir hier alles? Moderne Kunst, da mal anschauen. Komisch. Auf dem Schild steht Känguru, aber ich sehe nur ein paar miteinander verbundene Drähte. Dieser Draht scheint irgendwie abzustehen. Nehmen wir mit. Wurscht. Ups, nichts für ungut. Vielleicht brauche ich ja mal einen Draht. Briefbeschwörer. Bei Endora tragen sogar die Briefbeschwerer das Firmenlogo, wobei der hier richtig schick ist. Das darf ich mir doch sicher ausborgen. Aber ja, nehm doch. Bitte nehm's und geh mal rüber. Und jetzt nach außen gehen. Großartig. Ich bin mindestens im 20. Stock. Das ist vermutlich der Landeplatz. Vielleicht ist das ja mein Fluchtweg. 14. Stock tut's auch, aber ist wurscht. Gut. Was müssen wir da? Warte mal, das ist ein Gang. Was ist denn das da? Das ist da, was ist denn das? Was ist das da? Das ist der Gang, durch den ich mit dem Androiden gekommen bin. Ich muss also nur durch das Fenster. Die Fenster werden mit Fensterhebern geöffnet. Fensterheber.
Das ist der Schalter für das rechte Fenster. Das Fenster ist angelehnt, aber ich komme nicht an den Schalter ran. Ja. Ich brauche etwas, um den Schalter des Fensterhebers zu drücken. Tja, wir haben da die zwei Sachen. Blöde Idee. Weiß. Aber mit einem geraden Draht wird das nichts. Okay. Ich könnte den Draht mit dem Briefbeschwerer verbiegen. Jetzt funktioniert's. Hätte man auch einfacher machen können, Burschen. Naja, dieses Spiel kostet die letzten Nerven. Vielleicht kriege ich das Fenster damit auf. Ja, geht's auf. Gut, jetzt kann ich mich durchquetschen. Und wir sind drinnen. Ja, wir sind drinnen, bevor du mir wieder abkackst. Ja. Das Hologramm. Das Hologramm, wenn wir es jetzt genauer anschauen. Das ist ein Hologramm des Gebäudes. Fragt sich nur, wo ich gerade bin. Sie befinden sich im 14. Stock. Verhör- und Audienzraum. Was zur Hölle war das? Jetzt wissen wir schon, wo wir es haben. Die Frage wurde nicht erkannt. Was bist du? Die Frage wurde nicht erkannt. Oh, gut. Identifiziere dich. Ich bin das sprachgesteuerte Navigationssystem der Endora-Zentrale. Funktionsabfrage. Wo bin ich im Moment? Hat er eh schon gesagt. Wo bin ich im Moment? Sie befinden sich im 14. Stock. Verhör- und Audienzraum. Aha, okay. Funktionsabfrage. Was sind deine Funktionen? Meine Primärfunktionen sind die Gebäudenavigation sowie die Bereitstellung von Informationen zum Status der einzelnen Stockwerke und Räumlichkeiten. Aha. Was meinst du mit Status? Die Positionen der Wachen und die Sicherheitsstufe. Wo bin ich im Moment? Okay, wo ist das Lager? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Okay. Wo ist das Lager für technisches Equipment? Das Lager befindet sich im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Wo ist das Lager? Zeig mir, wo das Archiv ist. Das Archiv befindet sich im 74. Stock des Hauptgebäudes. Aha. Was ist der Status des Lagers? Gib mir den Status des Lagers. Lagerstatus. Keine Wachen. Aufzug blockiert. Notausgang zugänglich. Das Archiv natürlich, ja. Wie ist der aktuelle Status des Archivs? Archivstatus. Wachen in den Gängen. Aufzug blockiert. Notausgang zugänglich. Aufsicht beenden. Fluchttreppe. Warte mal. Fluchttreppe. Der Fluchttreppe zum Lager. Wow. Hier bleiben. Ja. Zum Lager. Fluchttreppe. Equipment, aha. Okay.
Das sind PFS-Systeme. Die haben wir immer für Arbeiten in großen Höhen benutzt. Damit müsste ich um die 20 Minuten in der Luft bleiben können. Die Teile sehen ziemlich modern aus. Zum Glück ist die Steuerung ähnlich. Der Kommandant meinte, ich würde für meine Flucht genauso etwas brauchen. Wenn ich damit vom Dach springe, könnte ich problemlos zur Altstadt fliegen und untertauchen. Die vergisst man nämlich ganz gern bei dem Spiel. Ich nehme mal eins mit. Das ist mein einziger Fluchtweg. Das ist nämlich, das übersieht man da nämlich ganz gern. Diese Dinge haben wir oft auf Baustellen benutzt. Hoffentlich kann ich das Modell hier auch bedienen. Ein PFS reicht mir. Okay, das haben wir. Die Fluchttreppe. Ja. Nochmal zum Hologramm. Status des Archivs. Wie ist der aktuelle Status des Archivs? Archivstatus. Keine Wachen. Aufzug blockiert. Notausgang zugänglich. Also Notausgang. Das heißt... Das heißt, zum Archiv. Achtung, unbekannte Person in Hauptgebäude geortet. Geschätzte Position zwischen Erdgeschoss und 20. Stock. Mist, die müssen gemerkt haben, dass ich nicht mehr im Verhörraum bin. Ich muss mich beeilen. Das ist das Terminal. Terminal. Oh. Suchmaske. Als erstes Suchwort nehme ich Prag. Dort haben sie nach Radium gegraben. Ich bin sicher, dazu gibt es eine Disk. Suchwort Nummer 2 ist Radium, weil es Endora für irgendetwas zu brauchen scheint. Aber das ist alles zu allgemein. Ich brauche etwas Spezifischeres. Vielleicht einen Namen, der nichts mit Endora zu tun hat, aber definitiv in dieser Datei ist. Immerhin war die Verwendung von Radium in Prag früher gang und gäbe. Das reicht nicht, um die Disk zu finden. Tja, Petrenko, was? Petrenko? Ja. Petrenko. Eine. Und Ergebnis anzeigen. Hast du diese Nummer und Antwort? Die Nummer der Disk sagt mir gar nichts. Aber nachdem ich nur diese eine gefunden habe, muss es die richtige sein. So, die Disk hätte ich. Jetzt aber nichts wie weg hier. Nach unten kann ich nicht. Der Aufzug und die Treppe sind blockiert. So Leute, und jetzt wird's arg-mäßig. Es hat mich gefreut, dass ich dieses Spiel spielen durfte mit euch. Wir sind am Ende. Das Fenster ist mit einer gehärteten Folie überzogen. Dadurch ist es ziemlich robust. Aber wenn man die Folie beschädigt, war's das mit der Stabilität. Das kommt wie gerufen. Das Fenster... Das Schweißgerät wird ziemlich heiß. Ich muss vorsichtig sein. Die Ecken müsste es nämlich. Fensterecke. Und
die vier Ecken nämlich. Tja. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, möchte ich mich bei euch sehr herzlich bedanken. Ja, fürs Zuschauen dieses doch sehr, sehr raffinierten, grafenmäßigen Spieles. Jetzt nehmen wir noch meinen Stuhl in die Hand. Hoffentlich drückt mir Andrea die Daumen. Ich brauche jetzt mehr Glück denn je. Vorbei. Richard, ich habe mir solche Sorgen gemacht, als wir den Alarm in der Endora-Zentrale hörten. Wir dachten, sie kommen nicht zurück. Ja, mich hat der Alarm auch erschreckt. Ich saß oben im Archiv fest. Ich musste tatsächlich springen. Das war meine einzige Chance. Aber das ist jetzt alles egal. Ich will wissen, wozu das alles gut war. Hier ist die Disk. Gut. Sehen wir nach, was Endora versteckt. Scheint ein komplexes Dokument zu sein. Jede Menge Daten. Oh mein Gott! Was? Das sind die Aktivitäten einer speziellen Forschungsgruppe von Endora. Sie wurde gleich nach dem Krieg gebildet und hatte nur ein Ziel, den Staat zu stürzen. Die Gruppe hat wirklich alles untersucht. Interstellare Waffen, übersinnliche Phänomene, einfach alles. Schließlich haben sie beschlossen, sich auf die Kultur der Olmeken zu konzentrieren. Hier steht etwas über Zeitreisen und über das Radium aus Prag. Das ergibt keinen Sinn. Ich komme da nicht mit. Was haben diese Olmeken mit einem seltenen Element und Zeitreisen zu tun? Das reicht. Wir können so nicht weitermachen. Sie sind zu weit gegangen. Warum? Was ist passiert? Verstehen Sie nicht. Es ist doch klar, Endora erforscht Zeitreisen. Sie benutzen die Technologie der Olmeken und brauchen offenbar Radium dafür. Aber das spielt keine Rolle. Wir müssen die Disk loswerden. Und nicht nur die Disk. Was? Warum? Wir haben so viel Zeit dafür riskiert. Was spielt es für eine Rolle, wenn Endora Zeitreisen erforscht? Das haben andere auch schon getan. Was es für eine Rolle spielt? Sie versuchen, den Staat zu stürzen. Und wie macht man das am besten? Man tilgt ihn aus den Geschichtsbüchern. Und Endora spielt nicht nur herum. Sie werden es schaffen. Das sind nicht nur irgendwelche Experimente. Das ist eine Verschwörung, die uns früher oder später alle betrifft. Der Widerstand kann nichts tun. Wir müssen uns auf einige große Veränderungen vorbereiten. Richard kann nicht bleiben. Weder beim Widerstand noch in der Stadt. Das Gleiche gilt für die Disk. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie können ihn nicht einfach wegschicken, nach allem, was er für uns getan hat. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen beschützen, was wir noch haben. Richard. Ganz Endora ist hinter Ihnen und der Disk her. Und namenlos ist hier. Er wird von nichts zurückschrecken und jagt Sie aus persönlichen Gründen. Sie können hier nicht bleiben. Bitte, gehen Sie. Gehen Sie und nehmen Sie die Disk mit. Nach allem, was ich getan habe? Aber gut, ich will Ihnen keinen Ärger machen. Ich verstehe Sie. Aber wo wollen Sie jetzt hin? Keine Ahnung. Ich gehe einfach. Vielleicht erinnern Sie sich eines Tages an mich und wie ich Ihnen geholfen habe. Tja. Wahnsinnsschluss. Ein sehr, sehr, sehr lukrativer Schluss. Thank you.
Ja. Ja, Leute, das war Alternative, ja. Ja, das ist nur ein Bericht des Widerstandes. Das Endora-Projekt mit dem Codenamen Flashback, das laut unseren Recherchen in der direkten Zusammenhang mit den Radios Parkstand wurde aus der Gründung der Germa und dem Tod des alleine verantwortlichen Professor Bedenko abgebrochen. Das kann man sich jetzt hier noch durchlesen. Im ganzen Großen, ich habe es vor Jahren schon mal gespielt gehabt. Es hat mir wieder Freude gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ja. Dieses einmal nicht so schnell. Ja. Diesmal konnte ich mich ein bisschen umschauen. Es hat mich wieder fasziniert, dieses Spiel. Kauft es euch. Ja, es ist empfehlenswert. Ja, hat zwar seine Marken, ja, aber ihr müsst, wenn ihr dieses Spiel gekauft habt, auf Komplikationsmodus Vista stellen, weil es kann sein, dass es manchmal abkackt. Falls es wieder abkackt, Neustart und wieder auf Vista Komplikationsmodus einstellen und dann wieder neu starten. Aber ansonsten war das Spiel eigentlich grafikmäßig wieder ein Hammer. Und ich freue mich schon wieder auf neue Projekte. In diesem Sinn, ciao, bis zum nächsten Mal. On your mind.